Willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Your Walk. Ein kleines Adventure aus den nordischen Gefilden. Es wird als Point-and-Click-Horror-Adventure beschrieben. Wie wir schon gehört haben, gab es komische Rituale der Menschen, wie sie sich eingeschlossen haben, um dann nachts rauszukommen, um rauszubekommen, ob sie eben glücklich sind. So, was mit? Wenn der Passlady North plus 3. Okay. Ich kann gerade nur links, rechts gehen. Okay. Da habe ich was gesehen, dort oben. Was ist das? Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Ja? Also ich habe es noch nicht probiert. Können wir das Haus gehen? Nein, können wir nicht. Wir können jetzt anklicken. Wir gehen mal in die Richtung. Okay, also wir sehen hier den Pfeil. Das heißt, dass wir wahrscheinlich vorwärts laufen können. Sind verschneit im Wald. Hier ist irgendwas. Hier soll vielleicht der Kreis rein. Ist andersrum. Oder irgendwas anderes, das wir noch nicht kennen von Code. Hier ist ein Loch. Hier sind Holzstämme. Okay, wir sind also... Wir versuchen was über unsere Zukunft zu erfahren. Da hinten ist auch irgendwas. Und gehen jetzt einfach hier den Spuren nach. Oder gehen halt einfach mal so raus. Ich sehe nirgendwo hier einen Pfeil nach vorn. Hier auch nicht. Das ist mehrfach diese Figur. Ich muss mal rauskriegen, wie es funktioniert. Es hat ganz gute Kritiken in Steam. Also von daher... Ist natürlich noch ein bisschen seltsam. Guckt mal an, hier sind die Bäume. Das soll davor sein, das ist dahinter. Das wirkt irgendwie nicht perspektivisch korrekt. Aber dafür künstlerisch wertvoll. Okay, also wir können hier vor. Ach, hier können wir da zurück. Ah, okay, so können wir mal vor und zurück gehen. Also wir sind jetzt auf der Ebene. Da könnte man zurückgehen nochmal. Wir müssen uns noch merken, wo was war. Da führt kein Weg mehr vor, sind lustig. Löcher, Löcher. Da sind Spuren. Gehen wir mal hin. Wir müssen mal umgucken hier. Ne, ich weiß nicht, was ich machen kann. Also wir werden sehen, wie das läuft. So, wir können hier nach vorne gehen. Ich würde gerne wissen, was das ist. Da ist nur ein Weg. Zaun. Was machen wir in den Wäldern? Was ist genau hier passiert? Wir können bei beiden Stellen... Ne, wir können nur die eine Stelle hier vorgehen. Da ist eine Windmühle. Nachts im Schnee. Na gut, nachts ist nicht, aber... bei nicht so schönen Temperaturen im Schnee umherstapfen. Lasst uns mal... Ja... Da bist du. Ich hab für dich den ganzen Tag schon gewartet. Du sollst nicht rausgehen ohne einen Hut zu dieser kalten Jahreszeit. Du wirst sonst die Ohren abfrieren. Und ich fühle mich der Person sehr verbunden, dem die Ohren gehören. Hat ich jemand kommen sehen? Nein, nee, jetzt bist du doof. Ich bin doch nicht irgendwie wegen dir ashamed. Beschämt, genau, ja, passt. Es ist nicht das. Ich mag dich einfach sehr. Aber du und ich, wir kommen aus verschiedenen Welten. Moment. Er wartet auf meine Antwort. Ich habe ihm gesagt, ich werde ihm das nächste Jahr geben. Das ist der letzte Tag von diesem Jahr. Moment, er. Sie einem anderen ist wohl versprochen. Ich sollte mal was machen. Jetzt bist du nicht fair.
Das macht's nicht einfacher für mich. Ich mag's nicht, wenn du so bist. Komm mal ein bisschen runter. Eine Jahreswanderung? Ich hoffe, du machst einen Witz. Ich hoffe, du weißt, du kannst dich noch erinnern, was mit meinem Cousin passiert ist. Oder etwa nicht. Versprich mir, dass du nichts Dummes tust. Wir sind nicht dafür bestimmt, zu erfahren, was in der Zukunft passiert. Du solltest nach Hause gehen, in dein Bett und dich hinlegen. Es wird bald schon dunkel. Geh zurück. Du solltest vielleicht gehen. Du sollst wirklich gehen. Okay, ich glaube, wir müssen gehen. Okay, das ist unsere... die zumindest in uns verknallt ist, würde ich fast behaupten. Auch doch jemand anderen versprochen ist. Oder auf jemand anderen wartet. So, da gehen wir halt zurück. Wenn du dich verloren fühlst, kannst du Hinweise finden. Okay. Interessant, dass wir vor allem rückwärts gehen. Das ist ja für so ein Spiel auch ganz witzig, wenn man sich mal überlegt. Da sieht man immer, wie man geht. Hier geht man rückwärts teilweise die Screens entlang. Ich will immer noch wissen, was das ist. Ich meine, ich kann es probieren, aber... wenn es rechts rum ist, ist es wie eine Wählscheibe. Komm, also eins müssen wir wenigstens hinkriegen. Ich weiß nur, ob es da links, rechts rum wichtig ist, wie rum es gedreht wird. Ach komm, den, was kriegt man? Eins. Zwei. Ich rufe an. Mit Halbkreis. Meine Nummer ist Halbkreis, Karo, Viertelkreis. Kreis. Das Dreieck. Okay, ich glaube, wir können es heute noch gar nichts machen. Ne. Nichts läuft hier. Ist auch eine Info. So, da geht's zurück. Da geht's zurück in meine Hütte. Wo ich reingehe. Was? Überall, wo ich drüber gehe, wird es kurz angezeigt. Warte mal, da war ein Schlüssel. Den nehme ich mal auf. Was ist das? Fenster oder irgendwas? Gitter? Ein Rad hatte ich hier irgendwo gesehen. Ist hier eine Tür? Warte mal, was ist das? Da war was Kleines. Das ist cool, man. Ein Flügel. Das sind Dinge, die hier nicht reinpassen. Ein Rad. Muss ich alles anklicken. Ach, guckt an, da wird was draus. Ach, ich Trottel. Ach, das ist schön gemacht, das gefällt mir. Da wird der Titel des Spiels draus. Yearwalk. Hab ich was vergessen? Ja. Und hier. Und hier. Warte mal, das ist ein R. Hier. Walk. Hier ist irgendwo. Okay, das finde ich extrem cool gerade. Aber ich weiß nicht, was wir übersehen haben. Weil hier das. Ach. Ich habe gedacht, dass dieses schon als Y zählt. Okay. Wir wissen jetzt, wie das Spiel heißt. Ich habe keine Ahnung, was genau abgeht. Okay, wir sind wieder raus aus der Hütte. Der Hut. Ändert sich was an der Umgebung? Ja, da. Was ist das? Ein Zeichen. Wie ein neugeborenes und ungetatter Dreizack. Und es ist Nacht, so dunkel wie es scheint. Wir können ganz rechts lang laufen.
Wir haben hier wieder unsere Telefonbox. Aber mit das ganz rechts ist ganz neu, oder? Hat sich in der Box was geändert? Brauchen einen Code, sonst müssen wir nicht damit machen. So, da gehen wir mal hier lang. Da sehen wir was. Ein Runenstein. Schön. Für die, die es vielleicht nicht kennen, das ist im nordischen Raum relativ typisch, dass Steine aufgestellt wurden und da halt rausgehauen Vertiefungen, die ja mit roter Farbe aufgefüllt wurden, um halt gewisse Nachrichten zu haben, Grabsteine zu nutzen, etc. Also Art Grabsteine, ja. Sie hatten ja eher Hügelgräber gehabt in dem Fall. Ich kann es auch nicht lesen, ich kann leider das Runenalphabet nicht und ich bin mir nicht sicher, ob das dann so eins zu eins passt. Aber sowas ist hier. Also wir sind auf jeden Fall in, ja, vielleicht Schweden, wie es schon am Anfang hieß. So, schön ist jetzt mal so ein Wegstück für 2 Meter ist. Verlaufe ich mich im Wald? Bestimmt. Pferd. Axt. Oh, eine kleine Hütte. Ich sehe nichts. Also Leute, ich habe überhaupt keine Ahnung. Also, es ist mal eine andere Art des Point-Click-Adventures. Oder ein Walking Simulator, nämlich ein Sidewalking Simulator. Da. Oh, was ist hier? Kann. Okay, ich kann es aufziehen. Bisschen spooky. Zwei Vögel. Ach, Moment. Shit, ich hätte mir noch nicht merken sollen, welche Reihenfolge. Okay. Ah, ist wieder normal. Kriegen wir das noch komplett rein? Okay, links. Ich schreib's mal auf. Rechts. Ist sicher, aber vielleicht ist es nicht wichtig. Könnte aber ein Hinweis sein. Links. Rechts. 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 Links. Links. Okay. Könnte auch aus Gothic 1 oder 2 so ein Code sein. Um überhaupt eine Truhe zu öffnen. Warum ist das so eine kleine Hütte? Einzeln. Hier kommen wir nur nach hinten. Dran denken, es gibt ja auch Wege, die nach hinten weitergehen. Das. Was ist das? Kuh oder Ziege? Okay, da brauchen wir einen Schlüssel. Wir gehen mal nach hinten erstmal. Oh Gott, ich muss das vielleicht mal irgendwo aufzeichnen. Doch dann schon Crawler-mäßig hier, ja. Obwohl, nee, das nach hinten war doch. Ist da, wo ich herkomme. Sowas geschliffen worden? Geschleift. Nur vorwärts. Die Steine verschieben kann ich auch nicht. Okay, es ist extrem mysteriös gerade, aber das macht es auch gerade interessant, weil warum sollte es immer so klar sein, was man tun kann zwischen Spielen. Okay, wir gehen hier zur Ziegenstation. So. Es wird düster. Und wir sehen den Schlüssel. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Ein roter Schlüssel. Dahinter die Dame.
Away, away. Da kann ich zurück, ich sehe es. Habe ich irgendwas im Inventar, was ist das eigentlich? Map. Oh, ich habe eine Karte. Okay. Kann ich lesen. Okay, es gibt eine Karte. Das ist interessant. Okay. Ist wahrscheinlich auch eine Hilfeleistung. Enzyklopädie. Ah, guckt an. Moment, das ist ja interessant. Ach so, das ist, das ist jetzt aber über das Spiel hinweg, über dieses Yearwalk allgemein. Ah, weiß ich nicht, soll ich das jetzt erzählen oder am Ende des Spiels? Vielleicht spoilern wir uns damit ein bisschen, so wie was ausgehen kann. Ah, bin ich gerade ein bisschen, aber es könnten nur Hinweise sein. Ich würde es erstmal kurz weglassen. Journal ist... Okay. Wir wollen keine Hinweise haben. Okay, wir haben festgestellt, man kann hier rückwärts laufen. Weil ich hier nicht reinkomme. Es ist scheinbar der Friedhof. So, hier ist... Da kommen wir sowieso nur nach... die Richtung. Okay, wir gehen mal zurück. Hier die Puppe. Die haben wir gesehen schon. Kommen wir nur zurück. Aber Moment, das kennen wir doch. Lasst uns doch mal jetzt zur Windmühle gehen. Was macht das mit uns, wenn wir jetzt bei der Windmühle sind? Gibt es da irgendwas Neues, was uns... zurückgehen. Kann ich mit M die Karte abholen? Nee. Okay, da können wir noch nicht hin. Hier unten ist noch was. Scheune oder sowas, ein Kiln. Das ist unsere Hütte. Das heißt, wir gehen jetzt mal immer links entlang und zurück. Wenn es geht. Ich kann ja gleich sehen, ob wir richtig sind. Ja. Immer das linkeste zurücknehmen wir demnach. Hier. What's that? Wir können die Klappe aufmachen. Ja, und haben wir irgendeine Leiter oder irgendwas? Auch keine Lampe oder... Ich weiß nicht, was wir brauchen. Okay, ich kann es gerade nicht einschätzen. Hier gibt's auch... Guckt mal, hier ist auch ein... Ne, da waren wir. Ne, hier Hütte. Sind wir hier hingegangen? Der tote Baum. Hügel. Okay, wir gehen mal jetzt... Rechts und einmal zurück. Da gibt es auch noch irgendwas. Ach, hier haben wir auch wieder Symbol. Sieht man diese Steine auf der Karte? Ja, sieht man hier, wo die Augen sind. 1, 2, 3. Drei haben wir. Wir wissen noch gar nicht, was das hier alles soll. Wir schreiben uns mal das Symbol hier auf. Das andere weiß ich auch noch. Das war so gewesen. Okay. Ach, schön mysteriös und schön. Okay, über den Fluss. Aber es ist manchmal ein bisschen seltsam, weil wir wissen nicht, was finden wir hier.
Wahrscheinlich müssen wir später erst zurückkommen. Hoffentlich ist dann irgendwas auffindbar. Hier ist ein Weg nach oben. Oh, hier, wir haben die Dame gefunden. Sie geht weg. Können wir sie... müssen ihr wahrscheinlich folgen. Sie aus Zweigen besteht sie. Im Schneeumhang. Und sie hat die Augen geschlossen. Okay, sie geht hier geradeaus. Moment, hier haben wir auch so einen Stein. Hier ist ein anderer. Großer. Wir klicken sie an. Hier sieht man das Symbol für den Friedhof. Und drei Augen, als wäre das wichtig. Muss man hier irgendwas verbinden? Ja, ja, das sieht aus wie... Alles klar, gut. Ich folge gleich. Wir lernen nur gerade, an diesem Stein kann man die Symbole, die bei den anderen sind, verbinden. Das heißt, wir sollten die abgehen und dann hier in Art und Weise erstellen. So, gute Dame. Gehst du eigentlich zum... Ne, du gehst dort hoch zum Turm, nehme ich an. Was bist du? Bist du ein Geist, dem ich folge? Bist du meine Zukunft? Da blühen ja... also, Schattenpflanzen. Ach! Da waren die beiden Beulen abgebildet. Wahrscheinlich war das jetzt Hinweis darauf, dass wir dahin gehen müssen mit ihr. Wir haben den Schatten. Ach! Wir wissen auch, was wir machen müssen. Das sind ja zwei Eulen. Links, rechts. Oh, das gefällt mir. Das ist schön. Okay. Links, rechts. Links, rechts. Rechts, rechts. Links, links. Von der Puppe. Und damit öffnen wir den Baum. Und darin finden wir... kurz, ich will mal gucken. Wir sind immer noch im Baum. Irgendwas ist hier. Hier. Okay, können wir weitergehen. Ach, ist das schön gemacht. Okay, überall, wo hier diese... ich merk's. Wir gehen mal mit dem. Kann ich speichern? Entschuldigung. Nee, geht nicht. Ist das schlecht? Die Musik war gut. Okay, wir müssen... was tonal am schönsten ist, müssen wir angehen. Das ist schief. Das ist schief. Das ist auf jeden Fall nicht. Nein. Oh, das war falsch. Nein. Das klingt auch nicht richtig. Das könnte sein. Echt nicht? Das klingt doch eigentlich am besten. Okay, also mal gucken. Wie geil. Drehen wir es mal andersrum noch. Nee, das klingt nicht gut. Sehr hoch. Nee. Nee. Eventuell. Nee.
weiß nicht genau, was wir suchen. Och nee, ist ganz normal. Okay, ist das immer dasselbe zurück? Dann zwei rechts. Ich schreib's mal auf. Drei links. Zwei links. Vier links. Okay, gut. Wir haben es jetzt notiert. 1, 2, dann 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Gehen wir nach rechts. Nicht, zwei rechts zählt nicht. Okay, nochmal. Sorry Leute, aber wir lösen hier gerade einfach. Das ist in manchen Science-Hilfe-Spielen halt auch so. Man löst einfach Rätsel und so ist. Wie steht es Zusammenhang mit der Umgebung? Was bewirken die? Man löst sie einfach, weil sie da sind. Das wird jetzt zwei links und vier links. Eins, zwei, drei, vier. Also ein rechts war falsch. Das ist doppelte Stimme. Die ist auch falsch. Drei rechts auch falsch. Vier rechts. Echt nicht? Warum nicht? Das ist doch... Die Stimme muss... Die muss hell sein, klar sein, einzig sein. So, nochmal die durchgehen. Als die erste rechts. Nein. 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 Vier rechts auch nicht. Fünf rechts. Echt nicht das hohe auch nicht. Scheiße, ey. Es dauert ein bisschen. Wir kriegen das hin. Ist ja nicht zufällig, sondern man kann sich ja den Code dann merken. Da uns da jetzt halt nur ein Abarbeiten aller Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wie viele Stufen es sind. Zwei links. Eins. Zwei. Drei. Vier. So, jetzt nochmal. Rechts. Wir waren schon bei vier oder fünf rechts. Eins nicht. Zwei nicht. Drei nicht. Vier nicht. Fünf nicht. Sechs. Alter, das kann nicht sein. Ich glaube, ich kann links rum anfangen, weil ich bin sonst Träne runter und dann ist es zu viel mit Abzählen. Eins, zwei, drei, eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Okay, wir machen es jetzt links rum. Eins links auch nicht. Okay, ich muss das wahrscheinlich schneiden. Das Rätsel der Töne.
Kann es ja doch sein, dass es da irgendwo einen Hinweis gibt, nicht, dass ich das einfach nur aus Versuch ein Irrtum mache. Aber man kann ja den Tönen schon ein bisschen hören, also wie die. Da und das Ding. Also eins links war es nicht. Zwei wird auch nicht sein. Drei könnte sein. Oh Gott, nochmal. Okay, ich komme echt bei dem letzten nicht weiter. Ich muss sagen, ich habe jetzt auch nicht das tolle Gehör, um herauszufinden, wann der Kreis wieder. Okay, hilft nichts. Wir müssen das schaffen. Eins. Hier ist noch so eindeutig. Erst nochmal rechts rum probieren. Hin. Eins. Alter Schwede. Drei rechts. Zwei. Ist das? Ich dachte jetzt vielleicht, das ist gleich der Code, den wir mit den Ölen gemacht haben. Oder ein Vers, wartet mal ganz kurz. Okay, ist es nicht. Weil ich meine, ich habe ja immer eine Richtung vorgewählt. Kann ja sein, dass das redundant ist irgendwie. Was zyklisch weitergeht. Also periodisch in dem Fall. Zwei. Okay, woran kann ich jetzt orientieren, dass hier der Start ist? Ich weiß es nicht. Habe ich jetzt schon eins links ausprobiert? Ich muss mir aufschreiben, Leute, ich hab's schon vergessen. Also ich bin mir recht sicher, dass ich in die rechte Richtung 1, 2, 3, 4, 5, 6 alles ausprobiert hatte. Das war falsch. Ich probiere 1 links aus. 1 links ist auch falsch. Kriegen wir da noch einen Code oder irgendwo einen Gesang? Zwei links kann ich mir nicht vorstellen. Das ist schief. Also.
das ist 4 und das ist schon wieder auf der anderen Seite. Dann mach ich mal 2 links. Ja, das war's. Damit haben wir die Dame gefunden. Sie öffnet die Augen. Boah. Alter! Ah! Boah! Nach der ganzen Ruhe habe ich das nie erwartet. Entschuldigung. Das Blut wird eingesaugt. Und damit wachsen hier ein paar Blätter dran. Und wir kriegen den Schlüssel. Ein Tausch. Haben wir den Schlüssel jetzt? Oder ist damit einfach das offen? Alter Schwede. Okay, lasst uns mal bei dem Stein, den wir schon festgestellt haben.